Es hat sich viel bewegt in den vergangenen Jahren. Aus dem liebevoll zusammengetragenen Sammelsurium des Bergbaumuseums wurde die Energiefabrik. Zahlreiche Konzepte wurden gemacht, um das Areal aufzuwerten und die Ausstellungen themenspezifisch zu sortieren. Es gibt kein Projekt, in das nicht wirklich Herzblut geflossen ist, ob es die Nachtschicht, die fantastische Nacht, die Ausstellung, die vielen, vielen Sonderausstellungen. Im Jahr haben wir 3 Sonderausstellungen gestaltet sind. Was so ein bisschen mehr als das Übliche gefordert hat und natürlich auch viele, viele Partner begeistert und in Flammen versetzt hat, war tatsächlich unsere Ofen- und Feuerstättenausstellung Heiß geliebt, die wir beginnend mit 2005 mit dem Ankauf der Sammlung vorbereitet haben und dann eben 2009 eröffnen konnten. Und da galt es wirklich, Partner zu begeistern und ins Boot zu holen, denn für dieses Projekt standen ursprünglich überhaupt keine Mittel zur Verfügung. Und am Ende haben wir hier wirklich Sachsens größte Ofen- und Feuerstättenausstellung gestalten können. Und das ist schon was ganz Besonderes. Ein weiteres Großprojekt habe sie auch einige graue Haare gekostet, erklärt Ute Baumgarten. Der selbstgeführte Besucherrundgang war alles andere als einfach umzusetzen. Immerhin 6 Jahre dauerte es von der Planung bis zur Eröffnung. Ich denke, Knappenrode ist so etwas wie die ewige Baustelle und das meine ich ganz positiv. Das heißt, man wird immer wieder Dinge haben, die gestaltet werden müssen. Wir haben jetzt vor wenigen Wochen das Gesamtentwicklungskonzept des Standortes in der Öffentlichkeit vorgestellt und man sieht, dieses Gelände hat ein riesiges Entwicklungspotenzial und man hat viele Dinge, die noch zu gestalten sind. Und irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, ja, ich habe meine Aufgaben erfüllt und jetzt ist der nächste dran. Wie viele Kilometer Ute Baumgarten in den Jahren auf dem Museumsareal zurückgelegt hat, kann sie nicht sagen. Aber eines steht fest, es werden noch einige dazukommen. Denn als Besucherin wird sie der Energiefabrik treu bleiben.